Jonas Ems, Boys Talk 1 über ihr erstes Mal. Let's go. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass meine Eltern dieses Video nicht sehen. Also wenn jetzt gerade meine Eltern eingeschaltet haben, ich erzähle euch die ganzen Storys irgendwann mal persönlich. Mama und Papa, ihr wisst Bescheid. Euch betrifft das auch. Tschüss. Also Leute, für euch gerade als Hintergrund, es gibt so viele Videos auf YouTube, die sind so Girls Talk Videos, die wir uns auch gerne natürlich angucken in unserer Freizeit. Aber wir haben uns gedacht, wir haben irgendwie mal Bock, also quasi einen Boys Talk zu machen, so aus Jungs Sicht. Das Lustige ist auch, wir diskutieren ja oft oder viel über solche Themen, was wir eigentlich so jetzt eigentlich besprechen wollen. Warum das Ganze nicht einfach in ein Format verpacken, sondern in ein Video? Kann ja interessant auch für euch sein. Und es passt eigentlich auf keinen Kanal besser als auf diesen hier. Ich habe schon so viele Videos zu diesen Themen gemacht. Deswegen haben wir gedacht, einfach, wir sprechen ganz offen über so ein paar Dinge. Ich habe vorher bei Instagram gefragt, ihr habt super viele Themenvorschläge gemacht. Das heute ist nur ein kleiner Abriss davon quasi. Ihr könnt super gerne auch Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Könnt aber auch zu den ganzen Sachen kommentieren. Also ich bin sehr gespannt, was ihr alles so schreibt. Ich glaube, das kann auch für Mädchen interessant sein. Absolut. Also nicht nur für Jungs. Nicht nur, dass ihr denkt, Boys Talk nur für Jungs, absolut auch für Mädels. Die Sicht einfach, damit ihr auch seht, wie wir denken über gewisse Situationen, wo ihr vielleicht noch ungewiss seid oder noch gar nicht wisst, was passiert eigentlich in den Köpfen von den Boys. Das erste Thema ist, normalerweise erzähle ich solche Sachen einfach nur so, ne, halt so Freunden oder so, wenn man so abhängt. Aber im Grunde, ich habe vorher ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich ist es nicht schlimm, wenn man die Sachen so auch, also das sind einfach Sachen, die erlebt man so. Ja, ich meine, Lauf des Lebens, ne? Das erste ist nämlich auch direkt unser erstes Mal. Hattest du schon dein erstes Mal? Ich hatte tatsächlich schon das erste Mal hinter mir, ja, genau. Bei dir? Mit welchem Alter war das bei dir? Ich hatte mein erstes Mal mit 18. Ich bin aus einem Freundeskreis gekommen, wo die meisten in meinem Alter... Same! Ich hatte mein erstes Mal, ich weiß nicht, ob das 18 oder 17, auf jeden Fall war es kurz vor 18 oder gerade 18. Da war es bei mir. Bisschen Dings. In Anführungsstrichen, ja, ich wollte jetzt sagen Spätzünder, aber Bullshit. Ich fand es gar nicht zu spät, ich fand es voll in Ordnung. Die noch nicht ihr erstes Mal hatten, so. Ja. Also wir waren alle so ein 18, 19er Freundeskreis fürs erste Mal, so. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Krass, bei uns war es tatsächlich 16, so. Ich war auch tatsächlich 16 und die meisten waren so in diesem Kreis. Ich glaube, das ist auch heutzutage so etwa in dem Bereich. Ich glaube auch, also theoretisch war ich sogar relativ spät dran, wobei das jetzt nicht als Druck gemeint ist, weil ich kenne auch Leute, die sind auch bis heute noch... Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Dieses Thema erstes Mal ist ja immer so, das Thema ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich finde, man kann nicht sagen, wann es der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Ich finde, das geht nicht. Das macht keinen Sinn, der perfekte Zeitpunkt, weil es ist immer dann, wenn man sich bereit dafür fühlt. Und es gibt auch Leuten, bei denen ist das erst mit 25 oder erst mit 30 und das finde ich auch gut. Ich finde, man sollte das auf keinen Fall überstürzen, nur weil andere das schon hatten. So, man ist 14 und alle mit 14 hatten schon. Man muss auch schnell. So, und dann... Keine gute Idee, liebe Freunde. Keine gute Idee. Weil wenn ihr es überstürzt, bringt es euch am Ende des Tages auch nichts. Ihr macht es dann mit irgendeiner Person, wo ihr es eigentlich gar nicht wolltet. Und ja, das ist halt Bullshit. Noch irgendwie Mitte 20 und haben noch nicht ihr erstes Mal gehört. Ist auch nicht schlimm so. Aber es hat sich bei mir vorher nicht ergeben, weil ich nie mit Mädchen abgehangen hatte. Irgendwie so. Okay, nur mit Boys abgehangen. Ja, ich hatte halt so meine Freunde, wir haben mega viel gezockt und so voll viel einfach am PC gemacht. Und dann so, ich war nie auf Partys. Warst du für eine Stunde, hast du erstmal Alkohol getrunken? Alkohol hat bei mir extrem lange gedauert. Weil das, ohne Scheiß, aber das korreliert so. Also bei vielen Leuten fängt das beides, ist es ungefähr so ein ähnliches Alter. Ja, also bei uns war es tatsächlich so, also ich hatte lange Fußball gespielt und da war Alkohol eh nicht so ein großes Thema. Ja. Das hat dann erst so circa mit 17, 18 wirklich angefangen. Okay, das heißt, du hattest nüchtern dein erstes Mal? Ja. Ich nicht. Ich war komplett so. Einfach rausgehauen, ich nicht. Bei mir war Alkohol tatsächlich auch erst spät. Wie war es bei euch? Das ist mal eine interessante Frage. Ich weiß jetzt nicht, es sind verschiedene Altersklassen jetzt hier. Aber bei mir war das auch erst mit 17, 18. Ich hatte da auch nicht so ein Interesse daran. Immer wenn alle so... mit 15 oder so sich getroffen haben zum Saufen und so. Ich war da so, na, ich fühle das nicht so. Und auch mit 17, 18 habe ich mich jetzt nie wirklich so komplett abgeschossen oder so. Weil ich wollte schon immer so wissen, was geht, bin ich Herr meiner Sinne und so weiter. Mit 16 das erste Mal, erst mit 18, mit 14 viel zu früh, mit 14 viel zu früh, mit 16, 14, 15, ich war 12, oha. Zählt Hugo als Alk? Ja, an sich auch. Mit 14, mit 16, mit 13? Boah, krass. Aber das wird allgemein, diese Zahl wird immer tiefer, ne? Also damals, vor 5 Jahren, war es auch krass, wenn man
mit 16 sein erstes Mal hat. Und jetzt haben voll viele schon mit 14 oder 13 ihr erstes Mal, was ich ultra krank finde. Und das ist auch mit dem Alkohol, geht das auch immer ein bisschen weiter runter, ne? So, die Kids werden immer frühreifer, in Anführungsstrichen. Wisst ihr, was ich meine? Krass, 12, 13. Ich bin Moslem, ich trinke nicht. Auch gut, auch geil. Sehr coole Einstellung. Ganz unabhängig jetzt von der Religion oder so. Allgemein, wenn man sagt, man trinkt nicht, geil. Finde ich eine coole Einstellung. Krass, wie viele wirklich schon mit 14 oder drunter das erste Mal Alkohol getrunken haben. Krass. Da bin ich jetzt gespannt. Bin ich jetzt gespannt, wie das Ganze abgelaufen ist. Also mit 18? Genau, also bei mir, ich möchte nicht zu tief in diese Materie reingehen. Ich habe eben, als ich überlegt habe, wenn wir unsere Story über das erste Mal erzählen, habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß gerade nicht, ob das Mädchen damals eigentlich wusste, dass das mein erstes Mal. Ich habe ihr auf jeden Fall erzählt, ich habe ihr damals auf jeden Fall erzählt, so, dass ich schon voll oft Sex hatte. Und das, doch, ich habe mir nicht getraut, das zu sagen. Nein. Weil sie wusste das nicht. War es auch ihr erstes Mal? Nee, okay. Deswegen ja. Deswegen war es mir irgendwie, ich weiß nicht, ist natürlich Quatsch, so, man kann das natürlich ehrlich sagen, aber es war mir irgendwie immer unangenehm. So. Cool, dass du das gerade ansprichst. Ich glaube, ganz vielen Leuten ist es sehr unangenehm, zuzugeben, dass sie noch nie ihr erstes Mal hatten. Ich finde es genau im Gegenteil. Das ist völlig okay. Das ist auch völlig cool, wenn man noch nie sein erstes Mal hatte. Ja. Aber steht dazu. Also man recht. Muss sie natürlich nicht raushauen oder so. Aber ich meine, steht dazu. Man muss nicht sagen, hey, ich bin Jungfrau, alles gut? So, ja, halt so. Aber so wie er es zum Beispiel gemacht hat, einfach mal kurz erzählen. Ich hatte schon x-mal kurz Erfahrungen gesammelt. Ich bin über ich der das, Pro. Ich finde das cool. Weil, guck mal, der Plotwist, also bei mir war es in so einem Party-Kontext, ist es passiert. Ja, also es war so ein Party-Kontext. Und dann habe ich ein Mädel in dieser Zeit kennengelernt. Und es war dann aber auch auf einer Party quasi, wo es dann dazu gekommen ist, dass wir gesagt haben, hey, wollen wir es jetzt machen so? Also es war nicht auf der Party, aber wir sind dann quasi nach Hause gegangen. Also mein offizielles erstes Mal war nicht wirklich mein erstes Mal, weil, das ist jetzt der nächste Plot-Twist, ich habe einfach keinen Hoch bekommen. Ich war so aufgeregt, also ich habe mir jahrelang vorher schon ausgemalt, wie ich sein würde und ich habe es einfach nicht gepackt in dem Moment so. Und dann haben wir es irgendwann tatsächlich abgebrochen. Also du musst mir das, sorry, du musst jetzt einmal kurz ins Detail gehen. War drin? Also, er hat es versucht. Aber ich sag mal, das war die Mischung aus Aufregung und auch zu viel Alkohol. Und ich dachte, Alkohol, durch den Alkohol wird das alles easy und so, aber irgendwann ist es so ein Punkt, es ist einfach zu viel. Also war es einfach nur kurz planschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute ist, aber also bei mir ist es heute noch so, wenn ich zu sufft bin, dann geht es einfach nicht mehr. Ja klar, man muss auch wenn ich nicht sufft bin. Das kann auch immer mal passieren. Kann auch passieren. Ne? Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann danach am Abend nochmal versucht und da hat es dann auch funktioniert, da habe ich dann weniger getrunken. Okay. Und da war es dann auch okay tatsächlich. Also es war so ein normales erstes Mal, glaube ich, einfach. Bin ich gekommen, aber es war so. Auf eine Party, war das im Ausland oder war das zu Hause? Es war im Ausland. Ja? Ja, aber es war ein deutsches Mädchen. Okay, alles klar. Ja. Was ist bei dir so? Bei uns war es auch eine Party. Wir waren auf eine Party, das war... Warum immer Party? Warum immer auf einer Party, liebe Freunde? Er hat's versucht. Ja, das fand ich gerade auch nice. Mit dem, ja, ich hab's versucht, aber ich hab halt keinen Hoch bekommen. Habe ich anders gefühlt gerade. Fand ich ultra witzig. Also da, wo ich herkomme, in der Umgebung gibt es immer so Dorfpartys, aber die gehen ordentlich, also ihr kennt, ich glaube, die meisten kennen das, die auch vom Land kommen. Also Dorfpartys gehen unglaublich ab, weißt du, in einer Halle, Turnhalle, Sporthalle von der Schule. Und da war dann so eine Riesenparty und das Mädchen, ich kannte es schon, seit klein auf eigentlich. Und wir hatten nie irgendwie ein Auge füreinander, also wir kannten uns einfach und gut ist. Ja. Und bei der Party haben wir uns eigentlich noch sehr gut verstanden. Also sie hat gearbeitet, stimmt. Und ich war halt überhaupt nicht, ich habe gar nichts getrunken eigentlich. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Kann man auch so. Dann hat es irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, ja, ich schlaf bei ihr heute Nacht. Weil ich hatte dann auch ein bisschen längeren Heimweg. Und dann hat sie gemeint, ja, schlaf bei mir heute Abend. Wusstest du in dem Moment, dass es darauf hinauslaufen könnte? Nee, überhaupt nicht. Okay, das war also nicht so dein Plan. Also, in dem Moment nicht. Und als ich dann meinen Freunden so erzählt habe, yo, ich schlaf dann bei ihr, meinten die Freunde, also einer auf jeden Fall, Grüße gehen raus, er weiß, wen ich meine. Er meinte dann auf jeden Fall, ja, jetzt ist klar, was passiert, ne? Und ab dem Moment habe ich so drüber nachgedacht, oh, ach, krass. Shit, fuck, das könnte tatsächlich das erste Mal werden, ne? Ja. Und so auf dem Weg zu ihr, doch, da war schon der Hintergedanke, es kommt dazu. Habt ihr verhütet? Ja. Dorfpartys, man kennt sie. Sedo, erzähl mal deine Story. Bei mir ist unspektakulär, um ehrlich zu sein. Bei mir ist leer. Das war ganz schlicht und ergreifend meiner ersten Freundin. Tatsächlich. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe mit meiner ersten Freundin sehr lange versucht, keinen Sex zu haben, weil wir beide gläubig sind und dem Prinzip kein Sex vor der Ehe, da ein bisschen gerecht werden wollten und versuchen wollten, uns das aufzuheben sogar. Tatsächlich.
Aber wir sind nach, ich glaube, 7 oder 8 Monate haben wir das durchgezogen. Wir haben 7 oder 8 Monate das geschafft, nichts miteinander zu haben. Und dann ist es wohl passiert. Und dann hat man sich richtig scheiße gefühlt. Also es klingt jetzt voll dumm. Die meisten von euch können das jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich bin, glaube ich, aufgewachsen und sie auch. Und da hat man so ein Prinzip mäßig, dass es voll nice ist, wenn man es schafft, sich das bis zur Ehe aufzuheben. Dass wenn man sich das Eheversprechen gibt, dass man dann auch erst das erste Mal hat. Und das haben wir tatsächlich versucht. Real Talk. Und es ist auch ein bisschen, ich bin so, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat. Weil, ja, es wäre schon cool gewesen. Also, ich kann das jedem nur empfehlen, so, aber ne, das wäre jetzt bei uns vom Glauben abhängig. Viele sind jetzt nicht gläubig oder, ja, ich werde bis zur Ehe warten, inshallah. Ey, wenn man es hinkriegt, ist krass. Ist krass, sage ich euch, wie es ist. Aber es ist sehr, sehr schwer. Und da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung reden, weil es ist einfach schwer. Cool, dass du das so sagst. Ey, ihr kennt mich. Wenn ich etwas mit euch bespreche, dann offen und ehrlich. Und da, ja. Wie alt wart ihr? Wie gesagt, ich war, glaube ich, frisch 18. Frisch 18. Welche Religion? Islam? Nee, freievangelisch. Einfach mit 16 heiraten. Haha, Joke. Das ist der andere Punkt, was dann viele gemacht haben, die eine Beziehung hatten. Die haben relativ früh und relativ schnell geheiratet. Also zum Beispiel Person A, Girl A und Boy B sind in eine Beziehung gekommen mit 19, waren beide gläubig, und haben ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später schon geheiratet. Einfach auch, weil da so ein bisschen Druck auch dahinter war. Also wisst ihr, wie ich meine? Freikirche, yes, genau. War sie auch frei evangelisch? Ja. Kennt man deine erste Chaya? Also ist sie bekannt? Nee, die kennt man nicht. Und das soll auch so bleiben. Die ist tatsächlich inzwischen sogar, ich weiß es nicht, also dadurch, dass man jetzt nicht weiß, um wen es geht, kann ich ja sagen. Sie ist inzwischen verheiratet und kriegt sogar Zwillinge oder hat sie vielleicht schon, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall vor ein paar Monaten irgendwie hat mir jemand erzählt, dass sie schwanger ist mit Zwillingen. Fun Fact. Und wir verstehen uns an sich gut, also es ist kein Stress oder so. Es war auch meine längste Beziehung, die erste. Ein Jahr und 2, 3 Monate, glaube ich. Hab's mit meinem Ex 2,5 Jahre ausgehalten. Schüch. Das ist krass. 2,5 Jahre ist krass. Krass. Und dann machen sie es und lassen sich scheiden. Dann ist nicht so cool. Ja, aber kenne ich tatsächlich seltene Fälle, dass sich dann relativ schnell wieder geschieden wurde. Aber true, also der Faktor könnte höher sein. Leute, Spaß macht das nicht, weil sonst heiratet ihr nur, um es zu haben. Das stimmt auch wieder. Deshalb, es ist ein schwieriges Thema. Sagen wir es einfach so, ich bin nicht der, der euch sagen kann, wie es funktioniert und wie es läuft und wie es laufen soll. Das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende des Tages. Bei mir hat es auch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es gibt Leute, bei denen hat es geklappt und die sind glücklich zusammen und ist alles nice. Aber es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb muss jeder für sich selbst entscheiden. War sie die gleiche Religion? Ja, sie war auch. Also wir waren beide frei evangelisch. Oder sind beide frei evangelisch. Sero, dein Regal brennt. Okay, guck mal weiter rein. Okay, du? wir haben es auch gemacht, ja. Ist auch gut Hast so. du verhütet oder hat sie Nein, verhütet? also ich habe, wir haben Hast Kondom benutzt. Kondom benutzt? Ja, wir auch, Ja, ja. nee, ist auch wichtig, auf jeden Fall. Ja. Wie war es für dich so? Ja, also ich würde jetzt, die meisten sagen ja, es war nicht gut das erste Mal. Ich fand, also wenn ich es zu jetzt vergleiche, natürlich ist kein Vergleich, aber es war jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Also Ja. es war so okay, weißt du, es ist passiert und ja. Es war aber bei dir auch nicht so, dass du jetzt irgendwie so irgendwie absolut gefailt hast an der Stelle. Also habe ich auch jetzt nicht, aber das ist irgendwie so, ey, wo muss das rein? So. Nee, in dem Moment nicht, aber es gab eine Geschichte vorher. Kannst du einfach erzählen, Es Digga. gab eine Geschichte vorher, wo wir das auch einmal ausprobiert haben. Also, es war eine andere. Also unter euch Freunden, ihr habt es ausprobiert, Ja, klar. ne?
Tommy, kannst du einmal kurz deine Hose ausziehen? Wir würden gerne einmal was ausprobieren. Wo muss der rein? Wir haben es einmal ausprobiert und es ist jetzt ein bisschen peinlich, aber da war es so nicht ganz safe. So, okay. Wo geht der jetzt rein? Ja, es ist das erste Mal, ist man schon ein bisschen echt hektisch. Krass, klar, hat's gar nicht. Das hat damals auch nicht wirklich geklappt, aber dann, als wirklich das erste Mal funktioniert hat, war alles okay, ja. Wir haben es hinter uns gebracht, so, wenn ihr irgendwelche Storys zu eurem ersten Mal habt, die auch gerne mal reinschreiben, ah. Ja, so ist ja anonym. Okay, Leute, ich habe gerade gelesen, war es dann mit deinen anderen Freundinnen egal? Sehr gute Frage. War es mit denen egal? Not really, nicht wirklich. Bei der zweiten Freundin hatten wir es dann auch nochmal versucht, erstmal nicht, aber das gibt es, das hat dann auch nicht so gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Und warum schreiben jetzt alle Tino rein? Wir reden gerade über Leute, ihr seid echt krass, ne? Manchmal und vor allem, es wird einmal geschrieben und alle spammen das auf einmal. Wir können gleich über Tino reden, aber wir sind gerade halt an einem komplett anderen Punkt thematisch. Ihr müsst das bisschen Dings einordnen, liebe Freunde. Lasst uns dem Thema gleich widmen. Ihr könnt aufhören, das reinzuschreiben. Also man hat es auch probiert, das hat aber dann nicht so gut geklappt. Und ich glaube, bei der dritten Freundin war es dann schon, ja, mehr oder weniger egal. Traurig, das so zu sagen, aber ja. Bist du noch gläubig? Yes, ich bin immer noch gläubig. Ich werde auch mein Leben lang gläubig bleiben. Sorry. Ey, kein Stress. Wie gesagt, wir sind nicht alle Streamer und das war jetzt gerade auch nicht böse gemeint von mir, bezüglich der Tino-Sache. Wie geht's Tino? Was macht Tino? Warum ignorierst du die Fragen zu Tino? Ich ignoriere die Fragen nicht direkt. Tino geht's gut. Tino ist im besten Zustand. Ich habe ihn sogar vor ein paar Monaten noch gesehen. Nur privat halt, ich habe da jetzt nichts groß gepostet oder veröffentlicht oder irgendwie in die Richtung. Tino geht super. Der wohnt halt, ich weiß nicht, das wissen die meisten halt nicht, Tino wohnt halt ein paar hunderte Kilometer von mir weg. Der wohnt da, wo ich herkomme. Da wohnt Tino und ich bin ja dann irgendwann nach Köln gezogen und deshalb, ja, sieht man sich halt einfach nicht mehr so oft. Das ist ja logisch, mehr oder weniger, ne? Und ja, aber ich sehe Tino meistens mindestens einmal im Jahr. Genau, und dem geht's super. Der weiß auch noch, wer ich bin. Der freut sich immer, wenn ich da bin. Wir spielen dann meistens den ganzen Tag. Aber Videos mit Tino und so weiter wird es ja nicht mehr geben, weil es einfach, weil die Entfernung nicht passt. Wer ist Tino? Jetzt haben wir das nächste Problem. Ich zeig euch kurz, wer Tino ist. Wenn ihr eingebt, Sedo Talk Tino. Das waren mit die ersten Videos, die ich auf YouTube gemacht habe. Ich habe mit einem kleinen Jungen YouTube-Videos gemacht. Die sind super süß, die wurden auch super gut geklickt, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Genau, Tino hat Down-Syndrom und war wie ein kleiner Bruder für mich. Es waren unsere Nachbarn und der war wie ein kleiner Bruder für mich und die Videos sind einfach super sympathisch und mega gut angekommen. Also, falls ihr Langeweile habt später, nach dem Stream oder so, schaut euch ruhig mal ein paar Videos mit Tino an, die sind super süß und super lustig. Genau, aber wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Hier vor 3-4 Jahren habe ich mit Tino Videos angefangen, mit Tino Videos zu drehen, weil er da auch Bock drauf hatte, muss man dazu sagen. Und vor einem Jahr, also Weihnachten 2019, habe ich nochmal einen Adventskalender mit Tino gemacht, also 24 Videos mit ihm. Und da sind nochmal ein paar Videos online gekommen. Genau, zuckersüßer Junge. Zuckersüßer Junge. Wie alt ist Tino jetzt? Tino müsste jetzt 13 sein sogar schon. Ist der mal süß. Ja, das ist krass, ne? Also es gibt die Leute, die schon so lange da sind, dass sie die Videos mit Tino sogar kennen. Und dann gibt es natürlich auch noch die, jetzt erst neu dazugestoßen sind oder vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und die Videos mit Tino gar nicht mitbekommen haben. Jeder hat so seine eigene Story dazu. Ich glaube, bei Mädchen ist mehr so der Struggle, die haben Angst, dass es wehtun könnte. Ja. Und bei Jungs, glaube einfach, ist auch generell auch natürlich Aufregung und so. Ne? Bei ihr war es übrigens auch das erste Mal. Also okay. Von dem her war es so, ja. Von beiden Seiten eigentlich etwas angespannt, aber von beiden Seiten so, es ist okay. Weißt du, es kann jetzt passieren. Ja, das ist gut natürlich, das ist gut. So, die nächste Frage, die uns gestellt wurde, war, ob Jungs viel über das Thema Sex reden. Also,
Ja, schon. Aber ich würde behaupten, es ist nicht mehr, als es auch Mädchen tun. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Mädchen und Frauen auch super viel darüber reden. So. Und der Austausch macht ja auch Spaß und ist ja auch wichtig. Ja, definitiv. Ich habe auch immer so gedacht, so Mädchen, die sprechen auch gar nicht darüber. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß genau, dass es nicht so ist. Von sehr vertrauten Quellen auch. Aber Jungs, also doch, wir sprechen schon viel. Ja, das Spannende daran finde ich ja, und deswegen wollten wir das hier auch mal machen. Und wie gesagt, ihr könnt super gerne auch mal Feedback dazu reinschreiben. Aber auf YouTube, ich habe wirklich super oft eben diese Girls Talk-Videos gesehen, wo dann über Menstruation geredet wird und deren erstes Mal und alles Mögliche. Und ich habe aber noch nie einen Boys Talk gesehen oder einen Jungs Talk oder wie auch immer man das jetzt nennt, so, wo das mal öffentlich so darüber gesprochen wird. Ich finde das irgendwie voll spannend. Ja. Ja. Frage beantwortet: Ja, wir reden schon relativ viel über Sex. Aber, und das will ich ganz kurz dazu sagen, es gibt genauso viele witzige Runden, wo, glaube ich, so Mädchen immer denken: So, ah, die Jungs gerade drüben im Raum, die labern bestimmt jetzt gerade über unsere Ärsche und hinten und so. Und dann in Wirklichkeit reden wir über so, wir können genauso gut auch über Gefühle reden, also über so Gefühlsscheiß und so, über emotionale Dinge oder einfach irgendein. Es kommt drauf an, als Junge, mit wem man ist. Also bist du mit ganz engen Freunden, bist du mit neuen Leuten, die du nicht so gut kennst und so weiter und so fort. Deshalb, das ist so ein bisschen das Ding. Wenn ich mit richtig engen Freunden bin, dann rede ich auch voll viel über Gefühle und so. An sich. Gefühle, genau, schreibt jemand. Doch, wirklich. No shit. Quatsch, der da gerade gar nichts damit zu tun hat. Also auf jeden Fall nicht so, dass wir immer nur auf das eine fokussieren. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wobei, das ist auch wieder ein bisschen situationsbedingt. Ne? Also, nicht alle, also bei uns ist es zumindest nicht so. Also wir reden auch gerne mal über Gefühle. Wir haben, glaube ich, eine Session jetzt hinter uns. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Liebesfilme hintereinander geguckt auf dieser Couch da hinten und am Ende immer Tränen in den Augen. Nebeneinander geweint. Wir haben nebeneinander geweint. Also diese Filme sind echt deep, Alter. Vor allem, wir sind beide Single und das fühlt sich, das ist nochmal mehr so ein Stich ins Herz, bis man sitzt da und schlussendlich sind wir miteinander in den Arm. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht der Liebesfilm-Typ. Gar nicht. Also ich mag Liebesfilme nicht so. Die nächste Frage: Wie fühlt sich es an, bei Jungs zu... Wie fühlt es sich an, in Jungs zu kommen? Wie fühlt es sich für Jungs anzukommen? Das haben Mädchen gefragt. Wie kann man das beantworten? Ich glaube, ich würde anders anfangen. Ich würde so anfangen, dass früher, wenn man es noch nicht so kontrollieren konnte, weißt du, wenn man es nicht so kontrollieren konnte, also man merkt natürlich, als man, okay, scheiße, jetzt ist es gleich soweit, jetzt kommt es langsam. Und dann hat man meistens vielleicht noch so 4 Sekunden. Und in diesen 4 Sekunden früher... Vielleicht bei ein paar Männern immer noch, konnte man es halt überhaupt nicht zurückhalten, weil man konnte es nicht kontrollieren. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es geht einfach. Also man kann es kontrollieren. Also. Ich habe mal gehört, dass der Orgasmus von Frauen stärker sein soll als von Männern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, dass es sich auch sehr geil anfühlt. So, ne? Aber was ich voll witzig finde, ist, während du merkst, egal ob es jetzt beim Sex ist oder bei Selbstbefriedigung, es wird halt immer, immer geiler so für einen. Ja. So diese letzten 1-2 Minuten vorm Kommen, Alter, da sind die Gedanken und alles sind so dirty. Und dann, wenn man gekommen ist, ist das plötzlich immer instant weg. Ist alles instant weg. Du hast danach einfach gar keinen Bock mehr auf so viel Scheiße, den du gedacht hast. Du denkst dir danach immer so, was habe ich getan? Ah, man denkt sich drüber nach, ey, an was habe ich gedacht? Oder ja, wenn man halt, man muss es auch erwähnen, wenn man halt mal mit jemand schreibt, wenn man bei der Selbstbefriedigung ist und man schreibt halt in der Zeit gerade mit jemand, dann ist man gekommen und dann denkt man sich, holy shit, nein, was habe ich geschrieben? So, fuck. 100%. Was ich, also ich sag mal, bei mir ist es so, zum Beispiel nach dem Sex habe ich... Ich habe das gerade gar nicht gecheckt. Während der Selbstbefriedigung, währenddessen schreibst du mit jemand anderem. Ich bin da raus. Ich check's nicht. Aber okay. Was ist das Wichtigste am Aussehen eines Mädchens? Bitte kurz Real Talk, just wondering. Das ist doch bei jedem Typen unterschiedlich, auf was er so steht. Also ich habe kein direktes Muster oder so. Ich bin so, ich stehe einfach auf cute. Ich schon Bock, also für mich jetzt kein Problem noch so, wenn ich jetzt irgendwie in einer Beziehung oder so mit einem Mädchen bin, so danach zu kuscheln, ist okay so. Auch, also fühlt sich geil an. Aber es ist oft so, dass ich danach auf jeden Fall keinen Bock hätte, jetzt noch eine zweite Runde zu machen, weil das Gefühl oft dann weg ist so danach. Also dass so horny zu sein, ist dann oft dann relativ schnell weg. Aber ich finde das auch noch interessant. Du hast es ja auch schon mir öfters gesagt, dass für dich ist es okay, danach so zu kuscheln und so weiter. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da irgendwie so ein bisschen Schwierigkeit damit. Also bei meiner Ex-Freundin war es so gar kein Problem, noch zu kuscheln, weil du bist einfach mit Emotionen verbunden dahinter auch. Aber irgendwie, bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich danach gerne kuschel. Bei so Randoms jetzt bei mir auch nicht. Ja. Also weißt du, wenn es jetzt so keine Bindung gibt, dann ist es auch... Es muss eine Bindung geben auf jeden Fall. Die meisten Mädels sagen ja, sie wollen unbedingt danach kuscheln, weil sie wollen nicht einfach das Gefühl haben, jetzt das abgeschlossen zu haben und gut ist und fertig. Das ist bei mir auch so. Ich möchte aber nicht. Ich habe bei letztens bei TikTok, habe ich so irgendwie, aber mein TikTok-Feed ist eh voll für den Arsch und so, wurde ich letztens so richtig geflamed. Also nicht ich persönlich, aber so irgendwie hat eine so geschrieben, so ja, alle Jungs, die nach dem Sex kuscheln wollen und so, keine Ahnung, ihr seid das Mädchen oder so. Habe ich gedacht, so nein.
Okay, nein, so ist es. Aber ich mag das doch. Kuscheln an sich finde ich schön. Ich mag es auch. Ich mag wirklich. Ich mag kuscheln. Aber in dem Moment. Dann ist es Unterschied. Gibt es Menschen, die keinen Kuscheln mögen? Also ich glaube nicht, oder? Ganz, ganz komisch. Muss man erstmal kurz ins Badezimmer und den Rest bereinigen. Achso, das mache ich halt nicht. Ich dusche auch nicht. Ich weiß. Okay, nächstes Thema, Intimrasur bei Jungs. Sein muss. Wie ist, was meinst du, sein muss? Muss rasiert sein. Du erwartest das von anderen Jungs? Du willst es von dir so selber. Ja, klar. Also, ja, absolut. Also, ich würde mich total unwohl fühlen. Seit ich damit angefangen habe, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 15 oder 16, was witzig ist, weil ich... Das war lange. Nein. Aber ich habe das quasi so viel früher damit angefangen, bevor ich irgendwelche sexuelle Interaktionen mit irgendwem hatte. Ich habe mich immer vorbereitet. Ich war schon viele Jahre vorbereitet dafür. Aber seitdem habe ich nicht aufgehört so. Also, beziehungsweise habe ich noch nie irgendwie so einen keiner gigantischen Busch gehabt oder so. Manchmal lässt man so ein bisschen so schleifen, so über ein, zwei Wochen vielleicht, aber... Ja, aber an sich muss schon rasiert sein, also muss schon gepflegt sein. Ja. Kurzer Real Talk dazu. Ich mag Kuscheln nicht so. Okay, ja gut, dann... Es gibt halt die Art von Menschen und die Art. So, es ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Real Talk zu Rasur, liebe Freunde. Ich sag mal so, jeder wie er mag, am Ende des Tages, wenn man in einer Beziehung ist oder öfter intim ist, dann finde ich schon, sollte oder könnte, ne, außer man feiert das voll, könnte das getrimmt sein oder halt rasiert. Und wenn nicht, dann kann man, ey, wenn das eh niemand sieht, yalla. Soll halt, ne? So am Ende des Tages, aber hat halt auch ein bisschen mit so Hygiene zu tun, ne? Weil wenn die Hairs länger sind, ist Hygiene halt nicht mehr, also schneller nicht am Start, als wie wenn sie halt nicht lang sind, ne? Also seht ihr das auch so oder bin ich der Einzige gerade, der hier, ich meine, ist auch ein schwieriges Thema, um jetzt irgendwie drüber zu reden. Ey, ich kann auch mit der Kamera rancroppen. Wie findet ihr das? Ist das cool oder ist das nicht so cool? Ja, aber am Ende des Tages soll das jeder machen, wie er will. Ich rasiere mich jeden Tag, obwohl ich mit niemandem was hab. Ja, aber so wie gesagt, Hygiene so, ne? Fühle ich, schreibt jemand. Gleiche Meinung, sehe ich auch so. Stimmt nicht, okay. Wie oft rasierst du dich? Leute, keine Ahnung, man braucht jetzt nicht aufs Detail eingehen. Definitiv das mit der Hygiene. Okay, also dann sind... Gut, die meisten sind die gleiche Meinung. Finde es mega cool, dass du so offen über Religion redest. Bin auch frei evangelisch, aber fand es immer unangenehm, drüber zu reden. Ist auch ein unangenehmes... Oder ist auch nicht einfach, drüber zu reden. Ist ja so, liebe Freunde. Es ist auch ein schwieriges Thema. Ganz einfach. Oha, jeden Tag übertreib. Ey, es macht halt jeder unterschiedlich, ne? Okay, machen wir weiter. Ja. Kurz nur sagen wir aus unserer Erfahrung gerade Sachen. Also es muss jetzt nicht für euch gelten. Ne? Also wenn ihr, absolut, fühlt euch von keinen Sachen, die wir hier sagen, unter Druck gesetzt oder so. Oder wie macht man als junge Mädchen an? Ich finde das eine unglaublich geile Frage, weil es gibt so verschiedene Situationen. Also ich bin immer der Meinung, wenn, also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Szenario, wir sind in einem Club, wir gehen feiern, kenne ich das selbst von anderen Jungs, sie fühlen sich immer unter Druck gesetzt. Ich muss heute Abend ein Mädchen klar machen und ich will unbedingt. Man hat doch immer so einen im Freundeskreis, der immer so horny as fuck ist und immer alle Mädchen antraut. Du denkst immer so, Bro. Totaler Angriff, all in. Aber ich bin auch der Meinung, zum einen zieht es einfach nicht. Zum zweiten würde es mein Selbstwertgefühl total runterziehen, wenn ich 90% immer nur Körbe bekomme. Und deswegen, ich finde, der beste Weg, um eine Frau anzumachen, finde ich, zuerst mal einfach mit seinen Jungs einen geilen Abend verbringen. Einfach mit den Jungs komplett abfeiern und alles andere ist egal, weil in dem Moment, wenn du mit deinen Jungs cool unterwegs bist, dann sehen das auch die Leute von außen, außenstehende Leute. Die Frauen finden das viel attraktiver, wenn... Safe. Doch, ich fühle, was er sagt. Wir haben ein neues Feuer im Hintergrund, aber ich fühle, was er sagt. Ich finde, dass Frauen zu klären, das ist nur ein Irrglaube, bei Frauen ist es hygienischer, wenn es nicht rasiert ist. Okay, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Frauen zu klären, nur weil man mit den Jungs, Frauen zu klären, nur weil man muss oder weil man will, finde ich schwierig. Schwieriges Thema. Aber ich glaube auch einfach, wenn man am Ende des Tages ein selbstbewusstes Auftreten hat und dann vielleicht mit einem Schmunzeln auf eine Person zugeht und nicht so ernst und auf, yo, was geht? Ich bin der Geister, Alter, und du sollst heute mit mir nach Hause gehen. Und dann wirst du anders weggepfeffert. So.
ist halt nicht, also ist nicht der richtige Move, würde ich sagen.